Hallo, hier ist Tor Alexander von DeFi.jetzt und im heutigen Blockchain Espresso stelle ich den Chris vor. Hallo Chris. Hallo Alexander. So, mit dem Chris werde ich in einigen DeFi-Gesprächen werden wir da Interviews gemeinsam machen, damit ich nicht da alleine immer die Fragen stellen muss, sondern wir werden uns dann wieder abwechseln, so wie es früher mit Ralf und Marco war. Mit Chris gehe ich mal unsere normalen Folien durch, die wir auch jeden anderen Gesprächspartner stellen. Chris, erzähl doch mal, wann war denn so dein erster Computer in Zugriff? Und was war das für einer? Cool. Das ist eine gute Frage. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich erinnern, das war ein Commodore 64. Da habe ich aber damit noch nicht wirklich viel anfangen können. Aber wie alt war ich da? 18, 20. Das ist jetzt doch schon 32 Jahre her. Ja, es war Mitte der 80er Jahre. Wie bist du zu Krypto gekommen? Erzähl mal ein bisschen was und was machst du jetzt aktuell mit Krypto? Also der Erstkontakt war über ein ziemlich groß geartetes Scam-Projekt. Ich war bei OneCoin, war mein erster Kontakt mit Kryptowährungen, war da hellauf begeistert von dem Ökosystemen, was aufgebaut werden sollen und so weiter und so fort. Habe davor nicht wirklich Kontakt mit Krypto gehabt, ja, aber dann relativ schnell auch über Telegram in vielen Bots drinnen gewesen und einiges ausprobiert. Das war so 2015, 2014, 2015 in etwa. Über ein anberaumtes Gespräch eigentlich mit einem Bekannten bin ich dann mit jemandem zusammengekommen, der sehr Bitcoin-affin war. Und der hat mich dann ja in vielen Dingen aufgeweckt oder sagen wir so, meine Neugierde geweckt an mehr. Und ich bin dann einfach tiefer hineingetaucht in alles und habe mal herausgefunden, okay, was alles nicht so funktioniert, wie es immer gesagt worden ist. Und das war eigentlich dann der Start in die Richtung für mich. Das war so 2016, also relativ kurz darauf. Wobei OneCoin hat nichts mit Kryptowährung zu tun. Die haben vorgegeben, dass sie da irgendwas machen wollen. Aber die waren ja weit weg Absolut. von überhaupt irgendwas machen. Die hatten ja nur Ideen. Absolut. War das 2014, 15 schon? Haben die damit schon losgelegt, so Ja, zeitig? ja, 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 ja. Die haben da schon losgelegt. Die sind ja hauptsächlich über China rübergekommen nach Europa. Ja, war ja von angeblich Rumänien ansässig. Ja. Nee, nee, nee. Romanova nicht, aber Nein, Ruja Ignatova. Ja. genau, die Ruja Ignatova, eine hübsche, die war in Deutschland ansässig und die Ja, ist aber halt sie ist Rumänin und es war in richtig. Rumänien eigentlich auch das erste physische Genau. Lokal, was sie aufgebaut haben. Also da hat man versucht, irgendwo Fuß zu fassen und den Leuten mehr zu zeigen, aber es war im Prinzip null dahinter. Es war ein reines Verkaufspyramidensystem von Paketen, die irgendwas versprochen haben, was auch nichts dahinter war im Endeffekt. Was Ja, machst du heute mit Krypto? in Wirklichkeit mein Leben gestalten. Ja. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt für mich geworden, grundsätzlich Krypto und vor allem im Zusammenhang mit den letzten 2 Jahren. Ich sage jetzt nur das Thema Pandemie mit Beschränkungen, Restriktionen, die sich ja bis zum Einkaufen erstreckt haben. Da habe ich natürlich sehr stark ausspielen können, meine Affinität zu Bitcoin. Ja, ich bin seit einigen Jahren auch hier in der Dominikanischen Republik, wo ich jetzt lebe. Ich sage jetzt einmal halb aktiv. Ich mache das jetzt nicht professionell aktiv, aber es wird jeder von mir irgendwie angesprochen. Wir haben immer wieder Treffen in Porto Plata, wo wir Leute zusammenziehen, einfach interessensmäßig. Und ich möchte einfach den Leuten die Funktion einer Zahlung und das Bezahlen mit Bitcoin näher bringen. Wie ist deine Definition von DeFi? Decentralized Finance. Eigentlich geht es um das Hauptwort da drinnen, Dezentralisierung. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil wir an diesem Punkt ganz leicht verletzbar sind. Ja, jeder Einzelne von uns, wenn wir unseren Wertspeicher oder auch die Nutzungshoheit unseres Geldes, was auch immer wir uns ansparen, haben müssen. Und da spielt natürlich Dezentralität eine sehr hohe Rolle. Und im Speziellen, wenn man dann
einmal länderübergreifend denkt, wenn man jetzt nicht nur in einem Land ist, sondern entweder reist oder woanders lebt, woanders Geld verdient, dann wird man das sehr stark spüren. Also ich würde sagen, ich muss die einfache persönliche Hoheit über mein Geld haben. Aber da brauche ich nicht unbedingt dezentrales Geld dafür. Das liegt schon im Prinzip in der Definition der Frage, was ist Geld? Wer soll eigentlich über dieses Geld dann, welches auch immer es ist, dann bestimmen? Nämlich mit Restriktionen oder Belegen oder der Nutzung. Ja, wo kann ich es nutzen? Wem darf ich schicken? Wohin darf ich es nicht schicken? Ja, wie würdest du Defi definieren? Einfach vollkommen unabhängig. Einfach nur von mir abhängig, was ich tun will damit. Nächste Frage, du bekommst 1.000 Euro von mir, wie tauschst du sie? Das ist bei mir relativ einfach. Es gibt eigentlich die absolute Vertrauensbasis nur in Bitcoin. Also du würdest 1.000 Euro komplett in Bitcoin tauschen? Ich würde sie tauschen, aber die Frage ist, was soll der Ziel des Tauschs sein? Soll es einfach nur Aufbewahrung sein oder geht man in den Gedanken, das Geld soll arbeiten, sprich in Richtung investieren, dann ist es was anderes. Aber dann würde ich auch nur einen Teil, vielleicht maximal ein Drittel, hernehmen und irgendwo versuchen. Mhm. Apropos versuchen, welche Kryptoassets findest du gut und warum? Es gibt sehr wohl, wenn man sich ein bisschen in der Tiefe beschäftigt, einige Projekte, die absolut Sinn machen. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel heraus. Es gibt Kryptoprojekte, die zum Beispiel verschiedene Projekte aufgrund der Programmiersprache oder der Blockchain, sagen wir jetzt einmal so, die direkt nicht miteinander kommunizieren können und die bilden zum Beispiel Kommunikationsbrücken. Das denke ich einmal, das kann auf jeden Fall in Zukunft ein guter Mehrwert sein. Man muss einfach nur aufpassen, wie sicher ist denn dieses Projekt, das da programmiert wird. Ich investiere bestenfalls in Wissen oder ich investiere in das, dass ich die Sicherheit darüber habe. Okay, und nochmal, welche Kryptoassets findest du jetzt aktuell gut und warum? Ich könnte mir vorstellen, Kryptoassets wie Link, Cardano, da könnte ich darüber nachdenken. Allerdings ist wieder die Frage der Sicherheit oder Unsicherheit des Projekts an sich. Letzte Folie, die wir immer unseren Gesprächspartnern stellen. Was denkst du, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Könnte mir vorstellen, alles, was ab heute betrifft oder ab jetzt betrifft, sind reine Spekulationen. Das heißt, die Frage ist eher, wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich es ist, dass etwas eintritt. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass es Banken noch geben wird. Ich glaube, mit Sicherheit extrem reduziert. Und ich glaube auch, es wird nur die Banken geben, die sich tatsächlich mit der Kryptowelt auseinandersetzen und diese Kryptowelt tatsächlich ihren Kunden insoweit näher bringen, dass sie, ich würde jetzt einmal schätzen, mehr in Richtung Schulung gehen und den Kunden in der Verwahrung helfen. Ich glaube, dass das herkömmliche Modell, so wie wir es jetzt haben, in 10 Jahren nicht mehr existieren wird. Es droht aber das digitale Zentralbankgeld für jedermann. Richtig, aber das digitale Zentralbankgeld ist auch von den Zentralbanken ausgehend und alleine so, wie es aufgesetzt werden könnte, sind die Banken nicht unbedingt zwingend erforderlich. Ja, das ist korrekt. Nächste Frage, was kommt nach DeFi und NFT? Die ist noch besser als die vorige Frage. Es kann immer etwas aufkommen. Ich glaube, der nächste Schritt wird sehr stark in Richtung AI gehen. Also künstliche Intelligenz, sprich auf Deutsch KI, das wird sich in allen Lebensbereichen abspielen. Da sagt ja Stephen Hawking dazu, das wird die letzte Erfindung der Menschheit sein. Ich sehe das ähnlich. Ja, da möchte ich eigentlich mit Worten von Elon Musk kontern, der gesagt hat, es ist die größte Gefahr der Menschheit, aber es ist keine Gefahr, wenn die künstliche Intelligenz für jedermann zugänglich wird. Solange sie untertan bleibt, was aber nicht Ziel ist, sondern Ziel ist, die autonom wirken zu lassen mit digitaler ID und Ähnliches, was da alles so in die Richtung wirkt. Also ich sehe das, wenn du sagst, dass das der nächste große Trend werden wird, sehe ich das als große Gefahr an, die dann zum Untergang des Menschseins führen wird. Nicht kann, sondern wird. Selbstverständlich, aber jetzt denken wir mal zurück in die Anfänge von Krypto, wo viele gesagt haben, ui, das ist der erste Untergang der Welt, wenn wir nicht mehr dieses Geld haben, was wir haben. Nicht nur hier, sondern auch in allen Lebensbereichen. Es ist einfach wichtig, sich Wissen aufzubauen.
sich sein eigenes Wissen, sich seine eigene Überzeugung aufzubauen. Und das funktioniert aber nur mit Wissen. Wissensaufnahme, Informationsaufnahme. Glaube ich, ist auch an Betracht der künstlichen Intelligenz genauso wichtig. Genauso gefährlich, wie sie ist, kann sie auch hilfreich sein. Ist es aufzuhalten? Ich glaube, es ist nicht aufzuhalten. Letzte Frage, wer ist Nicolas van Sabenhagen? Eine gute Frage. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Das heißt, du weißt nicht, wer Nicolas van Sabenhagen ist? Nein, absolut nicht. Gut, dann lassen wir das jetzt mal heute so stehen. Bis zum nächsten Gespräch kannst du dich ja dann informieren. Aber es ist im Prinzip genauso mysteriös wie Satoshi Nakamoto, das schon mal vorab gesagt. Dann danke ich dir für das kurze Gespräch heute und wir sehen uns ja dann im nächsten Gespräch wieder, in einem längeren Gespräch mit einer Firma, die wir dann einladen und die ein interessantes Projekt hat. Dann danke ich dir für heute, Chris, und euch Zuschauern und Zuhörern danke ich und bleibt uns gewogen, kommt in unsere Telegram-Gruppen, abonniert den Kanal. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.